Hi ho und willkommen zurück bei lieben Rollenspiel und Zwergenfreunde zu Baldur's Gate. Wir haben am Schluss der letzten Aufnahme-Session versucht, Prism vor dem Grey Wolf zu beschützen, also dem Kopfgeldjäger, was leider nicht ganz so geklappt hat, weil Grey Wolf dann doch eine etwas härtere Nummer ist und wir nicht die passenden Zauber dafür gerade griffbereit haben. Du kannst zum Beispiel mal Furchtbann rausnehmen und dafür kriegst du Segen rein. Wir werden auf jeden Fall nochmal rasten müssen, bevor wir uns mit Grey Wolf messen. Aber bevor das soweit ist, werde ich mich erst einmal hier fertig umschauen im Minengebiet. Ob wir nicht vielleicht doch noch was finden. Ja. Und ich werde auch nicht davon zurückschrecken, mehr Tränke zu verbraten im Kampf gegen Grey Wolf. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Weil Grey Wolf hat auf jeden Fall eine schicke Waffe dabei, die uns dann in den Minen sehr hilfreich werden kann. Zumal die nicht mehr zerbrechen kann, dann die Waffe. Also von daher schauen wir uns erst einmal um. Gucken, ob wir noch irgendwas Interessantes finden, was uns helfen könnte. Und versuchen dann Grey Wolf nochmal. Hallo, Kobolde. Für die Gerechtigkeit. Ja, ein paar Kobolde sind eine harmlose Abwechslung zu dem Grey Wolf. So. Was? Sind nämlich schon alle tot. Minsk sammelt nur den Rest ein. Wir brauchen nämlich noch immer mehr Gold. Auch wenn wir schon über fast 2000 haben. Ja, beinahe unter meiner Oder fast 1800. So klingt besser. Etwas realistischer. Aber trotzdem, ein bisschen mehr kann nicht schaden. Und ja, ich werde wahrscheinlich, nachdem ich Grey Wolf besiegt habe, nochmal zurückgehen in die Stadt und mir ein paar Heiltränke nachkaufen, wenn ich jetzt hier ein paar verbraten muss. So, gucken wir uns weiter um. Also irgendwann werde ich es in Zukunft so machen, dass ich ein bisschen Zeitraffer, wenn nichts Interessantes passiert. Und mich dann immer melde, wenn was Interessantes passiert. Also nicht, wenn wir einen einzelnen Kobold finden. Au. Für die Gerechtigkeit. Dies ist mein Wunsch. Okay, Minsk. Was wollt ihr? Nein, du bist Minsk. Pfeile, einen Kurzbogen und ein Schwert. Gut. Jawohl. Gib die Pfeile mal an Imuen, damit sie mehr Pfeile hat. Ja. Und dann gucken wir weiter. Ja, wir sind fast schon am Ende. Nach Süden geht's in die Berge, da wollen wir nicht lang, weil auf der anderen Seite liegt das Hoheitsgebiet von Amund. Wir wollen schön brav in der Baldur's Tor-Region bleiben. Aber hier drüben gibt es noch mehr bergiges Gebiet, so wie auf der anderen Seite auch. Nichts leichter als das. Gut. Schön zu sehen. Schauen wir uns weiter hier um. Oh, die Mine steht in der Nähe von dem kleinen Waldgebiet. Müssen wir aufpassen, ob es hier nicht Wölfe gibt. Kampfhunde hatten wir ja bereits oben im Lagerhaus. Ich würde sagen, ich schneide mal ab und gehe hier querfeld durch den Wald mal. Schau mich um, was es dort gibt. Ja, wir werden auf jeden Fall alle Gebiete erkunden, dass uns nichts durch die Lappen geht. Aber das werde ich dann, wie gesagt, teilweise zeitraffern, wenn ich nur gegen ein paar Hunde kämpfe und ewig lang marschiere. Das ist nämlich in Baldur's Gate 1 noch ein bisschen... Ja. Wer du bist? Ich weiß es nicht. Hey, wartet. Bitte wartet. Ihr müsst mir helfen. Sie sind hinter mir her. Sie werden bald hier sein. Beruhigt euch. Erzählt uns, was los ist. Und wir werden sehen, ob wir euch helfen können. Es sind Kobolde. Dutzende von ihnen.
Sie haben mich gefangen und ausgezogen. Diese dreckigen Teufelchen haben mich gefoltert, nur um mich schreien zu hören. Aber ich bin entkommen. Sie werden bald hier sein. Wir müssen weglaufen. Raus hier. Oh nein, zu spät. Sie sind da. Wo sind sie? Da sind sie. Kobolde. Okay, wir haben gerade einen nackten Zwerg oder einen fast nackten Zwerg vor Kobolden gerettet. Bringt uns aber keinen neuen Tagebucheintrag. Aber ein bisschen Geld und Schwerter und Erfahrungspunkte. So. Noch mehr Geld. Noch mehr Schwerter. Noch mehr. Was wollt? Nichts leichter als das. Gut. Dann gehen wir mal in das Waldgebiet hier drüben. Und gucken mal, was wir hier noch finden. Also hätten wir uns nicht hier außerhalb besser umgeguckt, dann wären wir jetzt nicht auf den Gnom getroffen, der von den Kobolden verfolgt wurde. Na gut, wir sind vorher schon auf Kobolde gestoßen, ein paar, aber das hätten ja auch ein paar Trupps sein können, aber einfach verstreute, verirrte Kobolde sein können, aber jetzt wissen wir schon mal, dass es hier vor Kobolden wimmelt. Wie wir als Zuschauer ja auch schon in dem Intro-Video zu Nashkel gesehen haben, scheint es hier ein Kobold-Problem zu geben. Das Gebiet hier ist etwas bergiger, hier könnte es Höhlen geben, natürliche. Oder einen Wolf. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Du bist ja ein komisch, ich hab genug davon. Ein einfacher Wolf, mit dem haben wir nicht gerade viel Probleme eigentlich, nö. Eure Dienerin steht zu eurem Diensten. Aber Dünner hier, du solltest... ups, Jahira, wie komme ich auf Dünner hier? Jahira, du solltest deinen Mann heilen, genau. Und ja, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, Khalid und Jahira sind verheiratet. Oh, noch mehr Kobolde. Also da es hier von Kobolden so wimmelt, kann ich mal davon ausgehen, dass die der Grund, dass die hinter dem Problem mit den Bienen stecken. Eure Gesellschaft ist in dieser Gruppe sehr willkommen. Ihr zeigt eins auf die Prior. Ja, zwischendurch haben die mal was einzuwerfen. Dass sie froh sind, dass irgendjemand in dieser Gruppe ist. Ich denke mal, er meint Minsk. Ja, nichts leichter. Entweder Minsk oder uns selber. So, das, der Fleck ist auch abgegrast. Jetzt gucken wir uns das Gebiet da noch an und dann geht es zu Prism zurück. Zwischendurch werden wir dann rasten. Da wird es zwar wahrscheinlich mitten in der Nacht sein. Es ist 2 Uhr. Ja, da wird es 10 Uhr nachts sein. Oh, ein Bergarbeiter, der hat sich aber weit raus verirrt. Ich bin so müde. Können wir uns vorstellen. Was hast du zu sagen? Belästigt mich nicht. Je schneller ich meine Arbeit hinter mich bringe, desto schneller komme ich aus dieser Höllengruppe wieder raus. Hier oben ist sicher. Da unten... Nicht mal das Erz bleibt da unten pur. Das ist nicht normal. Okay, den hatten wir, glaube ich, schon. Der ist am Wegrennen, würde ich sagen. Oder die Wegfindung von dem hat... ausgesetzt und er ist in irgendeinem Bereich gelatscht, wo er gar nicht hinlatschen sollte, von der KI aus. Oh, amnischer Soldat. Hi. Ihr da, bleibt stehen. Verzeiht mir, wenn ich euch belästige, aber ihr solltet euch der Gefahr bewusst sein, in der ihr euch befindet. Es gibt Monster hier, Hundeköpfige. Ich rate euch, nach Nashkel zurückzukehren, wo ihr in Sicherheit seid. Eigentlich sind wir Abenteurer. Wir sind hier, um zu helfen. Vielleicht könnt ihr uns erzählen, was hier in der Gegend passiert ist. Wir könnten sicher noch ein paar Kämpfer gebrauchen. Wenn ihr wissen wollt, wo ihr hin müsst, geht einfach nach Nordwesten. Dort oben sind die Minen. Emmasin erzählt euch vielleicht, er bräuchte keine Abenteurer. Aber hört nicht auf ihn. Wir brauchen so viele Männer, wie wir kriegen können.
Sonst noch etwas? Naja, es gibt da diesen verrückten Kerl. Ich glaube, er nennt sich Prism. Er arbeitet an einer Skulptur in einer Klippe. Ziemlich versponnen, wenn ihr mich fragt. Wir sehen uns dann später. Ja, der war wohl... Das war wohl ein patrouillierender Armsoldat, im Gegensatz zum Söldner der flammenden Faust, die wir auf dem Weg nach Naschkeller der Südgrenze begegnet sind. Wir sind ja eigentlich so gesehen in amnischem Territorium jetzt mittlerweile. Naschkeller gehört ja zu Am eigentlich. Wir haben also irgendwo die Grenze übertreten. Aber da wir nur eine kleine Abenteurergruppe sind... hallo Ghoul. Ja, Ghule. Ein Ghoul an einem toten Baum. Ghule sind nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Weil Ghule können so ähnlich wie Aaskrieger einen Helden festhalten. Was ich dann nicht so toll finde. Ja, der wird hier an diesem verdorrten Baum gelebt haben. Übrigens, wieder eine kurze Hintergrundinformation über Ghule. Ghule waren mal Menschen, die sich von anderen Menschen ernährt haben, also Kannibalen. Und dadurch haben sie sich irgendwann verändert. Das hat was mit der permanenten dunklen Aura zu tun, die über Toril, also so heißt der Planet hier, so wie bei uns die Erde, Toril liegt. Diese dunkle Aura ist sozusagen immer vorhanden, vor allem in der Nacht ist sie etwas stärker. Die sorgt auch dafür, dass Untote gerne mal wieder auferstehen. Vor allem die Untoten aus Massengräber oder die ermordet wurden. Die suchen dann Rache. Also es muss nicht immer unbedingt ein Nekromant hinter den Untoten stecken. Sondern es kann auch einfach nur die dunkle Präsenz sein. Durch die dunklen Götter und durch die Ebene der negativen Energie, die es auch gibt. Toril liegt ja nicht in einem Universum, so wie wir es bei uns kennen, sondern in einem sogenannten Multiversum. Also es gibt verschiedene Dimensionen, Ebenen. Zum Beispiel eben die Ebenen der Götter ganz oben, die Ebenen der Teufel und der Dämonen ganz unten, also die Höllen und den Abyss. Und ja, so gibt es auch die Ebenen der Elemente, des Feuers, des Wassers und auch der negativen Energie. Und die negative Energie, die halt auf Toril strömt, ist mit dafür verantwortlich, dass solche Sachen passieren, wie Untote aus den Gräbern steigen oder Kannibalen zu Ghouls werden. Wenn das jetzt ein bisschen falsch klang oder unverständlich oder ich mich ein bisschen falsch ausgedrückt habe, dann könnt ihr mich gerne in den Kommentaren korrigieren. Aber ich möchte auch ein bisschen Hintergrundgeschichte mit ins Spiel einbringen, nicht nur jetzt die Story selber vorantreiben. Nebenbei Story, wir sind wieder bei Prism in derselben Ausgangsstellung. Wir machen Quick Save. Rasten kurz. Und werden von einem Kobold geweckt. So, Kobold tot. Gib den Ring und den Bogen mal an Khalid. Pfeile an Imuhin. So. Beinahe unter meiner Würde. Und dann versuchen wir nochmal zu rasten. Hallo? Was wollt ihr denn da unten? Ich verliere an Kraft. Ihr brennt, wenn niemand besser geeignet ist. Oh, allgegenwärtige Autoritätsperson. Nein, nicht so toll. Sowas ist immer blöd. So, jetzt aber bitte. Gut. Jetzt mache ich nochmal hinterher einen Quick Save.
wenn niemand besser geeignet ist. So. Nichts leichter als das. Wunderbare Kreatur. Wir haben nichts mit. Also ich lese das hier nicht mehr nochmal vor. Wir kennen das ja alles.